müssen ja eh alles neu machen, weil das ja hier kaputt ist. So, und dann nehmt ihr euch jetzt hier erstmal eine Nuss, ne? Damit ihr die Radaufnahme rausprügeln könnt. Da. Ne? Die geht noch relativ leicht. Das Einzige, was nachher problematisch werden wird, ist das Radlager hier. Nochmal Temperatur messen. So, jetzt geht die Prügelei los. Und nun nicht die Geduld verlieren, Leute. Und besser wäre natürlich eine Presse, ist klar. Ungefähr eine Minute hat gebraucht, dann hat das drin gekloppt, ja. Manchmal ist es ja so, der klopft auf irgendwas rum und dann geht es kaputt oder so, ne? Zack. Gut, jetzt kann ich den ganzen Spaß streichen. Dann kann der trocknen und dann können wir weitermachen. Radnabe rin, ne? Also Radnabe nicht falsch rum drin, die kommt von hier rein, weil von hier kommt das Rad drauf. Ja, was soll ich dazu sagen? Man könnte jetzt auch sagen, wir haben gefuscht. Aber wie gesagt, wenn du jetzt keine andere Möglichkeit hast, ne, dann musst du es halt so machen. Und du musst das jetzt am Wochenende machen. Stell dir das mal vor, da hast du ja auch keine Werkstatt, die dir mal schnell irgendwas presst oder so. Ne? Also es gibt zwar so diverse Pressen zu kaufen, aber ich weiß nicht, ob so eine günstige 6-Tonnen-Presse da drin gedrückt gekriegt hätte. Ne? Das mit dem Warmmachen und Abkühlen ist schon eine gute Alternative. Passt schon, denke ich mal. Wenn ihr Sachen hübsch streicht, gerade sowas hier, das sind metallische Kontaktflächen. Das muss auch so bleiben. Ne? Also nicht, dass ihr da dick Farbe ranmacht und dann kommt nachher die Bremse ran. Und das hängt dann irgendwie schief oder so. Ne? Also das geht nicht. Also das müsst ihr dann wieder schön sauber machen, damit da keine Farbe dran ist. Das geht, das könnt ihr nicht einfach so übermalen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Kontaktflecken habt, wie hier unten, da könnt ihr ruhig Farbe ranmachen. Da kommt ja bloß eine Schraube, die drückt dann eh wieder weg. Aber, wie gesagt, es ist immer nicht so gut, wenn man da jetzt was dran schmiert. Ne? Hier auch, das muss immer schön metallisch sauber sein. Ne? Ja, bei der Witterung trocknet das natürlich sehr schwer. Ne? Also da muss man dann sehen, dass man dann, ja, das halt einen Tag länger trocknen lässt. Ne? Ist natürlich blöd. Da ich ja keine Presse habe, ne, mache ich das immer so, dass ich, damit ich das Lager nicht zerkloppe, das erwärme. 80 bis 100 Grad kann man das erwärmen. Dann mache ich mir hier so einen Holzstapel, dann schiebe ich das hier unter und dann noch so eine Nuss. Ne? Denn wenn du jetzt die Radnabe hier drin machst, dann drückt sich das beim Kloppen zusammen. Dann machst du das so und dann schließt du das so runter. Und die Radnabe liegt übrigens im Gefrierfach. Weil die Nuss geht genau in diese Fuge rein. Ne, du hast ja hier diese Anschrägung drin und da geht die Nuss genau rein. Und dann kannst du nachher schön kloppen. Oh, könnt mir ärgern. Gerade jetzt, wo es spannend war, habe ich vergessen, die scheiß Kamera anzumachen. Aber ist egal. War ja nicht weiter schlimm. Habe ich ja vorhin erklärt, dass man das mit der Nuss, die man dann da unterstellt und von oben mit dem Hammer den klopft und so weiter und so fort. Ne? Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, Alter, das war doch totaler Fusch, du machst da die Lager kaputt. Mm-mm, machst du nicht. Ich wette mit euch, dass die Lager mindestens die nächsten 100.000 Kilometer, wenn der Polo noch so lange fährt, halten werden. Ne? Und die rutschen noch hin. Du musst das nur gerade ansetzen. Der eine muss kalt, der andere muss warm sein. Sorry. Und das Ganze ein bisschen fetten. Und dann rutscht das auch hin, ne? Die Radnabe. Also ist alles kein Thema. So, jetzt wollen wir hier einen Stoßdampfer rein machen. Vorher schmiert das aber noch ein bisschen mal innen hier mit ein bisschen Leinöl. So.
Hier ist der nette Stoßdämpfer. Der wird bis einfach so reingesteckt. Und da das ja so wackelt hier, ne? Gibt es da noch. Na, komm her, kühl die raus. Gibt es da noch so ein Arretierungsding hier? Dann kommt die große Mutter hier rauf. Die wird dann mit 150 Newtonmeter angezogen. Also ich nehme jetzt einfach nur eine große Rohrzange, wie das so üblicherweise gemacht wird, lege das auf den Boden und ziehe das einfach fest. Also so weit wie es geht. Also abreißen könnt ihr da nicht. Wichtig ist nur, dass sich das hier drinnen gut verklemmt und sich nicht mehr löst. So, jetzt weg die große Rohrzange nehmen, auf den Boden legen, das dann festknallen mit der Rohrzange. Anschließend müsst ihr die Feder spannen mit einem Federspanner. Weil so werdet ihr da wie schlecht drauf kriegen. So, jetzt habe ich die Feder gespannt. Natürlich habe ich die Feder jetzt nicht gespannt hier drauf, ne? Ist klar. So, jetzt habe ich die Feder gespannt. Mein Akku ist auch gleich alle. Jetzt kommt hier noch eine unter die Scheibe rauf. Da hoffe ich mal, dass es reicht, dass ich hier gespannt habe. So. Dann kommt der Federteller, wo ist er? Den schmieren wir noch ein bisschen mit Fett in hier unten. So, kommt der Federteller rauf, dann kommt das Doblager rauf und die Schraube hier rein. Das ist eine total blöde Erfindung mit dieser Schraube. Hätten wir ja fast vergessen, die Kappe. Die Schutzkappe, Schmutzkappe, Schmutzschutzkappe. Die Scheibe. Den Federteller. Das Domlager und ein bisschen ansetzen. So, siehst du, war doch ja nicht so schwer, oder? Darauf achten, dass die Feder an der richtigen Stelle sitzt hier. Hier habt ihr so eine Einbuchtung. Da muss die hin. Diese Mutter hier, diese komische mit den beiden Schlitzen links und rechts, die wird mit, glaube ich, 60 Newtonmeter angezogen. Jetzt löst ihr einfach wieder den Federspanner, kann überhaupt nicht passieren, ne? Wenn ihr vorher ordentlich gearbeitet habt und habt die Schraube hier richtig angezogen, dann passiert gar nichts. Aber überleg mal, ich habe die Federn vorne 6 oder 7 Jahre drin, aber kaum eine Farbe drauf. Man müsste das Auto wahrscheinlich jedes Jahr mit Wachs oder so insprühen. Auch an den Fahrwerksteilen sind ganz wichtig. Dann sehen die Autos auch nach 10 Jahren oder 20 Jahren aus wie neu. So, machen wir weiter. Machen wir hier den Bremssattelhalter ran. Ne? Diese Dinger hier müssen immer metallisch blank sein. Also da darf keine Farbe sein. Kommen die Muttern drin. Muttern, Schrauben. Die Schrauben kommen dann drin. Und wird mit 60 Newtonmeter angezogen. Das hier, die beiden Sachen. Zweimal. Jetzt kommt hier noch das Ankerblech hoch und das wird einfach bloß handfest, also quasi mit 10 Newtonmeter festgezogen, mehr nicht. Wenn ich hier das durchgesteckt habe, dann guck mal her. Ja, erzähl ich ja. Ne? Dann legst du das oben ruf. Ja. Hier, ne? Ja. Und drehst diese Schraube dann hier ruf. Ja, so weit, so wie, ne? Diese Schrauben hat's, ne? Hey, siehst du? Passt. So, das war. Ja, das willst du nicht? Nein. Jetzt haben wir das Ding hier drin gehangen. Jetzt müssen wir hier Achse wieder durchstecken. Ne? Das Weiße ist jetzt hier Rostverband. Ne? Zack, so einfach ist das. Mehr ist da nicht zu tun. So, der muss unten der Bolzen wieder rein.
So, ist er auch drin. Ich kann jetzt die neue Radmutter auf. Hier für die Bremsscheibe die Schraube. Hier kommt noch eine Scheibe vor. Dann die neue Mutter. Und zwar wird das angezogen mit 210 Newtonmeter. So weit reicht gerade mein Drehmomentschlüssel. Das ziehen wir noch nach, wenn wir jetzt das Fahrzeug auf die Räder stellen. Da kommst du ja an die Kronmutter ja noch ran. Hier. So. Nicht vergessen, denn, ne? Den Spurstangenkopf noch drin machen. Dazu machen wir das mal ein bisschen sauber mit Sandpapier. Wenn das schmutzig ist, hier ist es sauber. Da kommt auch eine neue Mutter auf. So, das ist auch fest. Jetzt machen wir hier unten noch einen neuen Bolzen drin. Und wie gesagt, immer schön die Drehmomentwerte, ne, vom Hersteller beachten. Nicht einfach wahllos anknallen. Ne. Das macht keinen Sinn. Querlenker hier unten, der wird mit 50 Newtonmeter angezogen. Ne. So. Jetzt müssen wir oben noch das Federbein an der Karosserie festziehen. Das machen wir mit 60 Newtonmeter. So, immer dran denken, da fest kommt ab. Ne? Und so verfahren wir mit der anderen Seite hoch. Ne? Es ist nichts anderes. Ne? Ihr müsst halt bloß immer nach den Drehmomenten gucken. Also da müsst ihr darauf achten, wenn die nicht stimmen, ne? Dann kann sein, dass sie das löst. Ja? Aber ich habe, wie gesagt, im Forum schon gelesen, meine Güte, stellt euch doch nicht so an. Zieht das einfach fest, da fällt nichts ab. Ne? Aber sicher ist besser. Ne? Gerade die zentrale Mutter, die muss noch nachgezogen werden mit 210 Newtonmeter. Und das ist schon wichtig. Ne? Gut. In diesem Sinne, bis denne. Macht's gut. Tschüss.